Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Jim und heute geht es auf eine kleine Erkundungstour. Ich werde das Alaja-Kloster besuchen. Eigentlich wollte ich jetzt den dicken Kater zeigen, der hier an der Restaurantmeile alle anderen Katzen und Straßenhunde verscheucht hat und immer dicker wird. Vielleicht kann man es sehen, im Hintergrund wird der dicke, fette Kater gerade gestreichelt. Er ist bösartig und ist auch sehr aufdringlich den Katzen gegenüber, die hier manchmal vorbeischauen. Also ich denke schon, dass er sehr stark sein Revier verteidigt. Und ständig wird er gefüttert. Man kann praktisch zusehen, wie er immer dicker wird. Also, weiter geht's. Die Bushaltestelle ist da vorne, jetzt an der Baustelle vorbei. Und auf geht's in die Berge, auf geht's in den Wald, zum Kloster. So, jetzt muss ich rennen. Ich habe gedacht, die Bushaltestelle sei direkt... Ich hab's durcheinander gebracht. Vorne. Aber jetzt komme ich gerade noch rechtzeitig. Ja. So. Bisschen laufen. Mitten im Bus keine Internetverbindung mehr, sodass ich nicht sehen konnte, an welcher Haltestelle wir sind. Und der Bus ist viel zu früh. Also wir sind 10 Minuten zu früh am Ziel, aber so ist das. Es ist wenig Verkehr gewesen auf der Straße. Und da ich auch jetzt keinen genauen Plan habe und eigentlich davon abhängig war, dass mein Telefon mir sagt, wo ich hingehen muss, weil ich... Ja, also normalerweise, also es gibt diesen Wanderweg zum Kloster, so ein Rundweg von Golden Sands zum Kloster und dann wieder zurück. So, jetzt muss ich hier irgendwie über die Straße. Ja, aber in der Tourismusinformation konnten sie damit nichts anfangen und ich weiß nicht, wo ich gesehen habe, dass es diesen Rundweg gibt. Es gibt ihn auf jeden Fall. Und jetzt gehe ich erstmal direkt zum Kloster. Also da vorne, ja, hier sind überall Feldwege, hier sind überall Wanderwege. Ich muss nur, ja, und dann gehe ich erstmal direkt zum Kloster und dann schaue ich weiter. Und ja, es ist egal, dass ich an der falschen Bushaltestelle ausgestiegen bin. Das ist relativ egal. Ich will ja auch ein bisschen wandern. Es geht ja darum, hier das schöne Wetter zu genießen. Hier ein bisschen die Berge unsicher zu machen. So, jetzt gehe ich diesen Feldweg runter. Zur Seite. Ich bin mir auch nicht sicher, wie hügelig dieses Gebiet ist. Also ich glaube, ich muss jetzt erstmal auf einen Hügel drauf. Oh, hier liegt Müll rum. Ja, es ist leider manchmal so am Rande von Hauptstraßen. Sammelt sich manchmal der Müll. Ja, das ist nicht so schön. So, okay. Ich habe ein Schild, das sagt Video überwacht. Ach so, ja, wahrscheinlich, damit die Leute hier... Naja, ich weiß nicht, warum Video überwacht. Ich sehe auf die Videokamera nichts. Oh, aber schöne Bäume. Also okay, die Bäume sind tot. Ja, die Gegend ist wohl auch bekannt für die seltenen Baumarten. Also ich hatte nur einen Punkt im Bio-Abitur. So, ich glaube, ich gehe in die falsche Richtung. Das Tolle an dieser Gegend ist auch, dass es kein Ort ist, wo man einfach so verloren gehen kann. Also ich bin hier umgeben von großen Straßen. Also... Das sieht an anderen Stellen dieses Landes ganz anders aus. Also ich war schon im Rhodopengebirge. Wenn man da nicht mehr weiß, wo es lang geht und dann das Wasser ausgeht oder so. Also mir ist schon... Also ich hatte zu wenig Wasser dabei und es war sehr heiß. Und ja, das war dann schon schwieriger. Also hier kann man auf jeden Fall nichts verloren gehen. Obwohl es komisch war, dass ich gerade kein Handyempfang hatte. So, jetzt wäre ich fast vorbeigelaufen. Aber zum Glück gibt es Verkehrsschilder, die mir den Weg weisen. So, hier geht's zum Kloster. So, womit wir auch zu einem meiner Lieblingsthemen kommen. Ja.
zu einem meiner Lieblingsthemen kommen. Hier vorne ist eine Quelle, eine Wasserquelle. Um die sich auch einige meiner Videos drehen. Leckeres, frisches Wasser. Ich werde mal probieren. Ja, da bin ich ja wieder voller Begeisterung. Leckeres Wasser ist doch so wichtig. Also mir persönlich. Ja, das Wasser ist geklort in diesem Land. Aber damit kann man gut auskommen. Man muss dann halt hier hochfahren und sich Wasser mitnehmen. Locker. Es gibt für alles eine Lösung, immer. Das gilt besonders für Auswanderer. Man muss sich anpassen. Das hört sich so hart an. Ja, ich habe so viele Auswandererbücher gelesen. Man muss sich anpassen. Man muss sich durchschlagen durch die Wildnis. Ja, manchmal muss man sich wirklich durchschlagen. Aber in Varna ist es nicht so schlimm. Nur manchmal. Komm, da komme ich. Naja, selten, selten. Also, so, gleich gehe ich zum Kloster. Seid gespannt, wie es weitergeht. Es ist gut. Ach ja, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Ja, und hier habe ich einen ganz kleinen Fellknäuel-Freund gefunden. Hier, kleine Katze. Kleine Katze. So, ja, ich mache jetzt gleich noch ein kleines Picknick. Ich habe eingepackt Oliven und Schokolade. Das war das Einzige, was ich noch so zu Hause rumliegen hatte, was ich hätte mitnehmen können. Leider, ich weiß nicht, Katzen essen keine Oliven und Schokolade, weiß ich, Hunde vertragen keine Schokolade. Bei Katzen bin ich mir nicht ganz sicher. So, ja, der Kleine hier, den möchte ich am liebsten mitnehmen. Ja, meine kleine Katze. Meine kleine Katze. Ja, 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 ja. Meine kleine Katze. Ja, hallo. Ja, aber warum treibt sie sich auch hier auf dem Kloster rum, wo es keine Restaurants gibt und nichts zu essen und keine Tierfutterhandlung? Tja, das ist ein schlechter Platz für eine Straßenkatze. So, Katzi, 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 ja, Katzi, Katzi, Katzi. Wie heißt du denn? Ja, Katzi, 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 Katzi. Ja, die Katzen, ja, die Tiere hier in Varna, die haben es mir ein bisschen angetan. Es ist wie im Zoo. Also Varna ist wirklich wie ein Zoo. Und die Umgebung auch. Ja, und du schnurrst. Du schnurrst, Katzi, Katzi. So, ja. Mhm. Tja. Wie werde ich dieses Fellknäuel wieder los? Ja, Katzi, 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 ja. Ja. So, das sind übrigens meine Wanderstiefel. Wahnsinn. Ich wollte sie nur mal ins Bild halten. So mit der Katze. So, eine halbe Stunde später und ich bin wirklich kurz davor, diese Katze einfach mitzunehmen. Sie einfach in den Rucksack zu stecken und wegzuschmuggeln. Die Katze schnüffelt an meinen Sachen. Aber es gefällt ihr natürlich nicht. Also da ist nichts zu essen für sie dabei. Ich habe jetzt ein bisschen Wasser reingeschlagen in die Decke. Die Oliven sind super. Das ist toll zum Mitnehmen auf jeden Fall. Wir haben keine Kerne. Das Glas ist halt ein bisschen schwer zum Rumtragen. Aber egal. Naja, der Katze hat es nicht geschmeckt. Ich habe ihr eine Olive angeboten. Aber sie wollte keine Olive. Hat mich auch nicht überrascht. Also. Ich glaube, vegane Katzen gibt es nur in Deutschland oder irgendwo in der westlichen Welt. Das haben wir in Bulgarien nicht. Hier wird Fleisch gegessen. Bei den Katzen und bei den Hunden. Stimmt, Katzi? Stimmt, Katzi? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Sie denkt immer noch, in meinem Rucksack sei irgendwie Fleisch versteckt. Jetzt macht sie sich gemütlich auf meinem wunderschönen Rucksack. Ja, ja, ja. Das ist natürlich schön für die Katze. Ich glaube, sie will mit. Ich glaube, sie will, dass ich sie mitnehme. Aber ich darf nicht. Ich darf sie nicht mitnehmen. Nein, nein, nein. Das ist verboten. Katzen mitnehmen ist verboten. Nicht offiziell verboten, aber ja, am Ende wird die vermisst oder so. Die gehört jemandem. Nein.
Ich packe hier keine Katze einfach ein. Und hinter mir das Kloster Alaja. Ich habe es mir anders vorgestellt. Ja, hier haben die Mönche gelebt, sehr bescheiden zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert. Danach wurde es aufgegeben und wurde, ja, man hat sich erst wieder richtig dafür interessiert, also die Wissenschaft hat sich dafür interessiert, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und ich leider an Höhenangst, mal schauen, was passiert, wenn ich hier weiter hochgehe. Weil die Treppen, hier unter den Treppen kann man schön durchgucken. Das ist immer spannend. Also, werde ich schauen, dass ich das nicht tue. Gucken wir, bis mir gelingt. Oh, eine Katze! Eine Katze sitzt hier. Hallo Katze! Miau, miau, miau! Stört sich aber gar nicht daran, dass ich hier vorbeilaufe. Sie schläft einfach weiter. So, ich komme jetzt hier zum ersten Gang. Zum ersten Tunnel. Ja. Ja. Oh. Hier geht's runter. Wow, das ist nicht schlecht. Die Klosterkirche. Ist das schon die Klosterkirche? Ja. Wow. Bisher habe ich nichts davon lesen können. Gelesen, ob es in den Stein gehauen wurde hier. Oder ob die Menschen es so vorgefunden haben. Es gibt auch wenig Aufzeichnungen. Also es gibt diese Mythen. Aber bewiesen ist wohl wenig. Heiligenbilder. Hatte ich gerade ganz viel Geld schon. Also ganz viel Geld. Also meine größeren Münzen habe ich gerade alle schon im Museum. Im Museum in die Spendenbox gepackt. Das Museum war schön, die Musik. Das war sehr schön. Hier haben wir die Zelle des Abtes. Ja, die Menschen haben hier sehr bescheiden gelebt. Das waren Einsiedlermönche, die hier dann 2 Jahrhunderte lang gelebt haben, von denen man weiß. Also was vorher hier passiert ist, ist nicht bekannt. Auch der originale bulgarische Name dieses Klosters ist nicht mehr überliefert. Alaja ist ein arabisches Wort. Wie es früher hieß, ist nicht bekannt, das ist auch mit einigen der alten Festungen so, oder Festungsruinen. Es sind nur noch die türkischen Namen da. Alles andere ist weg, jede Erinnerung. Es gibt keine historischen Dokumente, die irgendetwas belegen. Keine Erzählungen der Menschen aus der Umgebung. Nichts, einfach weg. Spannend aus. Ich weiß nicht, wo ich hier reingerate. Also im Internet wird geschrieben von gigantischen Labyrinthen, die sich noch in den Berg reinziehen. Aber es gibt auch weiter weg gibt es, glaube ich, noch mehrere Höhlen. Ich werde mich hier mal durchzwängen. Hier durch dieses Loch habe ich mich gezwängt. Ach, Wahnsinn. Wahnsinn. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann.
So, damit verabschieden wir uns jetzt von der Katze. Und das war's mit diesem Video. So, hier oben verlinke ich euch das nächste Video. Viel Spaß dabei.